Genesis in dein Blatt, der 9. Spielabend. Nächst eine kurze Zusammenfassung, was beim letzten Mal geschah. Am Kommissionshaus hat sich unsere Gruppe wieder neu aufgestellt. Der tags zuvor verwundete Madi Kwame hat sich von seiner Schusswunde erholt und war wieder einsatzbereit. Dafür hat Jarovik von einem Boten, der eine persönliche Nachricht überbracht hat, bewegt, sich dazu entschieden, allein in die Stadt aufzubrechen und den Schmied zu suchen, der am Morgen nicht in seiner Schmiede aufzufinden war. Madi Kwame, Radomir und Said sind also ohne den Orgiasten aufgebrochen, haben auch nochmal einen kurzen Zwischenstopp bei der Schmiede gemacht, die auch am Mittag noch verschlossen war und Schmied keine Spur. Dann haben sie den Weg zurückverfolgt, den sie am Tag zuvor in den Wald gegangen sind, bis zu der Lichtung, auf der Said vermeintlich angeschossen wurde, und dann noch weiter in den Wald hinein, bis zu der Stelle, wo Madi Kwame von einer Selbstschussfalle, wie sich jetzt herausstellt, getroffen wurde. Tatsächlich finden Sie die Falle wieder. Sie wurde Nacht repariert. Eine einfache Trittschnur am Boden, die zu einem Bündel von Patronen führt, wo eine Feder gespannt ist. Tritt man auf die Schnur, löst sich ein Schuss. Außerdem identifiziert Said das in die Rinde eines Baumes geritzte Piktogramm, aufgrund dessen am Tag zuvor Madi Kwame in die Falle getappt war. Es ist eine Schrotterrune, eine Warnung für arglose Eindringlinge. Könnte es der Büchsenmacher sein? Vielleicht gar der maskierte Schütze vom Vortag, der diese Falle hinterlassen hat? Madi Kwame überzeugt die anderen beiden, dem Urheber der Falle eine Nachricht zu hinterlassen, eine Einladung ins Kommissionshaus, dann die Falle auszulösen. Ein brillanter Plan mit durchschlagendem Erfolg, wie sich zeigen wird. Dem Rückweg zum Kommissionshaus treffen sie nun tatsächlich bei der Schmiede auf Custus, der gerade mit einem beladenen Handkarren aus der Stadt zurückgekehrt ist. Der Schmied versichert, dass er die vergangenen Tage äußerst beschäftigt war, unter anderem mit einer explodierten Distille der Brennmeister Kaspar und Morbin. Jarowiks Klinge, den Dieb, hat er zwar neu geschmiedet, aber die Teile noch nicht wieder zusammensetzen können. Justus vertröstet auf den nächsten Tag. Ansonsten fragt er die Gruppe ein bisschen über den Stand ihrer Ermittlungen aus und gibt ihnen den ein oder anderen Tipp. Was die Drohne angeht, verweist Justus auf Black Tom, den Büchsenmacher. Ein plausibler Verdacht, befindet Madi Kwame. Zurück im Kommissionshaus und in Erwartung einer Antwort auf ihre im Wald hinterlassene Nachricht beginnt Said eine minutiöse Untersuchung gefangenen Schmetterlings, wie dessen Nekropsie endet. Obwohl Said ein watteartiges Gespinst erkennt, das am Hinterleib des Schmetterlings hängt, schlägt Radomirs Molluske nicht aus. Ob es sich also um Versporum handelt, vermag der Spitalier nicht einwandfrei zu belegen oder auszuschließen. Der Abend bringt einen beunruhigenden Besuch zum Kommissionshaus. Als Radomir die Tür öffnet, erwartet ihn eine maskierte Gestalt, die ein Gewehr auf ihn richtet, der anderen Hand eine entsicherte Granate hält. Es stellt sich heraus, dass es sich um einen Afrikaner handelt und er ist bereit, mit der Gruppe zu sprechen. Aber er ist äußerst paranoid und es ist kein Zweifel daran, dass er bereit ist, sie mit in den Tod zu nehmen, falls sie ihn attackieren würden. Madi Kwames Verdacht, Black Tom habe auf Said geschossen, bestätigt sich am Abend nicht. Aber der Büchsenmacher berichtet von einer maskierten Gestalt, die schon mehrfach seine Fallen im Wald ausgelöst habe. Ein Chronist, so seine Vermutung. Said glättet die Bogen, als er der Runde eine Handvoll Psychoborensamen anbietet, was der heimwehkranke Afrikaner begrüßt. Unter der einigkeit stiftenden Wirkung des Warui erzählt Black Tom seine Geschichte. Als Jugendlicher war er Tomero, der Sohn eines Händlers auf Bedain, der von einem Romano-Fürsten entführt wurde, wodurch sein Vater Athos in den Ruin getrieben. Tomero
Romero fand daraufhin bei den Schrottern Bedains eine zweite Heimat. Die nannten ihn Black Tom. Nun jagt er Papa Chico, seinen Peiniger, und die Spur hat ihn hierher nach Lucatore geführt. Es waren die Romanos, die aufgrund einer Verwechslung Madiquame und Said angegriffen haben müssen. Noch hat er ihr Lager nicht gefunden, aber wenn es soweit ist, wird er auf die Gruppe zählen können? Am nächsten Tag brechen die Ermittler wider Willen wieder in die Stadt auf. Hohe Botschaften erwarten. Die Trauerzeit gilt frühzeitig als aufgehoben. Und auf dem Volksplatz soll dem Täufer zu Ehren von den Dorfkindern ein Schauspiel aufgeführt werden, seiner Heldentaten an der Adria gedenkt. Doch die ausgelassene Stimmung schlägt in Panik um, als Fernecks Hund Attila ein Kind anfällt und in eine spastische Raserei verfällt. Beängstigte Menge schlägt mit Stöcken und Fäusten auf den Hund und den Jäger ein, der seinen treuen Gefährten abzuschirmen versucht, bis die Gruppe dazwischen geht, schützend vor Fernex stellt. Madiquame gibt einen Warnschuss in die Luft ab, die Menge weicht zurück. Danach legt er auf den Hund an, doch Attila stirbt einen grausigeren Tod. Als seine Bauchdecke aufreißt, sich ein Schwall von Maden, Würmern und anderem Ungetier über den Platz ergießt. Plötzlich steht ein anderer Spitalier auf dem Platz und reißt das Kommando an sich. Es ist Carmino Ferro, der Leiter des Lazaretts Vivaco, Radomirs ehemaliger Vorgesetzter und alter Irs Leibarzt. Auf sein Geheiß enthauptet Radomir den Hund mit dem Spreizer und verbrennt sodann den Kadaver mit seinem Fungizidgewehr. Scirocco, der Sünder und Flagellantenprediger, ergreift die Gunst der Stunde und hetzt die Menge gegen Lucio und seine Orgiasten auf. Das zweite Zeichen sei angebrochen und es künde vom Untergang Lucatores. Die Orgiasten schlagen die Flagellanten nieder und Lucio wendet sich an die Gruppe, um den Sünder und sein Gefolge zum Armenhaus zu eskortieren.